Ich habe vor einiger Zeit ein Seminar besucht. Da gab es mehrere Unternehmensberater und Sprecher, die interessanterweise über einen speziellen Punkt gesprochen haben. Und zwar ging es um Lebensplanung und wie man seine Prioritäten setzt und so weiter. Und immer wieder kam folgender Gedanke ins Spiel. Wenn Menschen am Ende ihres Lebens zurückblicken auf ihr Leben und es rückblickend betrachten, ja, was hätten sie anders gemacht? Und die meisten Menschen, die am Ende ihres Lebens über ihr Leben resümieren und einfach nachdenken, die sagen, ich wäre mutiger gewesen. Ich hätte mich nicht so sehr von Sicherheitsdenken bestimmen lassen. Ich wäre herausgetreten, ich hätte mehr gewagt. Ich wäre nicht so sehr davon begrenzt gewesen, möglichst alles sicher einzugrenzen. Und das ist etwas, was ich glaube, was sehr wichtig ist, dass wir es hören müssen. Wenn du in einer Situation bist, wo du jetzt gerade stehst, was sind wirklich die Gründe, die dich dazu bringen, dort zu bleiben, wo du jetzt bist, oder das zu tun, was du gerade tust, wenn du im Herzen den Eindruck hast, du solltest etwas anderes tun? Wenn du eigentlich weißt, im inneren Menschen, es ist etwas anderes für dich dran. Was hält dich eigentlich zurück? Es wäre schade, wenn du am Ende deines Lebens sagen müsstest, eigentlich habe ich die größten Chancen verpasst, weil ich mich nach Sicherheiten gesehnt habe, weil ich irgendwie alles abgedeckelt haben wollte, weil ich nicht genug Vertrauen hatte, dass Gott mich führen möchte. Vielleicht ist es so, dass Gott dich gerade jetzt beruft. Und du merkst, etwas zieht an dir und gleichzeitig fürchtest du dich, deine sicheren Lebensumstände irgendwie aufzugeben. Aber vielleicht sind die gar nicht so sicher, wie du denkst, dass sie wären. Weißt du, in den Psalmen fordert uns die Bibel auf, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die meisten Menschen verdrängen den Gedanken, dass ihr Leben irgendwann mal zu Ende ist. Sie beschäftigen sich nicht damit, auch viele Christen nicht. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass dein Leben irgendwann mal ein Ende hat, dann wirst du klug werden. Und wenn du dir bewusst machst, dass du am Ende deines Lebens Verantwortung geben musst für dein Leben, was hast du getan? Welche Prioritäten hast du gesetzt? Worauf hast du dich verlassen? Was war wichtig für dich? Welche Weggabelungen hast du genommen? Dann ist es etwas, wo Gott sagt, das ist klug. Und ich möchte dich einladen, zu überlegen in der Situation, in der du jetzt stehst, dass du sagst, ich werde mich nicht auf falsche Sicherheiten verlassen, ich werde mich nicht darauf verlassen, irgendwelche Dinge jetzt festzuhalten, von denen ich weiß, dass ich sie loslassen sollte. Und ich bin bereit, ein Wagnis einzugehen mit dem Herrn, einfach in das hineinzugehen, was er für mich hat. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass du beruflich etwas verändern musst. Das kann sein, dass du an einen anderen Ort ziehst. Das kann sein, dass du dein Leben Gott ganz zur Verfügung stellst. Und das ist auch unabhängig von deinem Alter. Das gilt genauso gut für Rentner. Es gilt für jedermann. Wichtig ist, dass du an dem Punkt, wo du jetzt bist, dahin kommst, dass du sagst, Herr, ich möchte mich nicht auf irgendwelche falschen Sicherheiten verlassen. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Dinge meines Lebens mich zurückhalten, sondern ich möchte mein Leben dir geben und das tun, was du willst. Und ich lade dich ein, dass du das tust. Ich lade dich ein, dass du überlegst, was ist, wenn ich am Ende meines Lebens zurückschaue und über die Situation, in der ich jetzt stecke, nachdenke. Was ist Gottes Wille für mich? Und ich bitte dich, dass du einfach mutig bist, kühn bist, entschlossen bist und mit dem Herrn vorwärts gehst. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.